Willkommen zur Bastelstunde. Hallo! Der Schnaps ist alle! Schön. Ich freue mich wie immer ganz doll darauf, mit euch gleich zu basteln und zu staunen, was man alles Schönes aus Papier zaubern kann. Und wer letzte Woche zugeschaut hat, hat gesehen, dass ich da euch gezeigt habe, wie man so solche schönen Rosen basteln kann. Und wir bleiben auch beim Blumenthema. Heute gibt es nämlich auch Blumen aus Papier, aber nicht gedreht, sondern einfach gefaltet und ausgeschnitten. Auch sehr schön als Tischdeko oder zum Verschenken, zum Verzieren von Geschenken. Genau. Und weil es, wenn man Maschines Late Night Show live schaut, nicht immer ganz einfach ist mitzubasteln, weil man ja auch nebenbei Schnaps trinken muss und Bingo spielt, zeige ich euch das heute nochmal ganz in Ruhe. Genau, alles was ihr dafür braucht, habe ich in meiner Bastelbox und ich zeige euch mal, was da alles drin ist. Klebe, eine Schere, brauchen wir beides heute auch, und wer mag, Stifte zum Verzieren und natürlich wie jedes Mal das Schnapsglas. Heute trinke ich übrigens Schnaps aus der Genussbrennerei Lutz zusammen mit Maschine. Ein wirklich sehr, sehr leckerer Haselnussschnaps. Genau. So. Alles, was wir jetzt am Anfang brauchen, ist ein quadratisches Stück Papier. Ich habe jetzt ein orangefarbenes. Ihr könnt auch ein weißes nehmen oder ein andersfarbiges, wie ihr mögt. Und es muss quadratisch sein. Die Maße sind, also wie groß ihr es macht, ist relativ egal, je nachdem, wie groß eure Blume später sein soll. Und wir fangen einfach an und falten dieses quadratische Papier zu einem Dreieck. Schön glatt falten und dann wiederholen wir das Ganze und machen daraus nochmal ein kleineres Dreieck. Und auch das falten wir jetzt nochmal um zu einem noch kleineren Dreieck. Und dann geht es auch schon ans Schneiden. Es erinnert so ein bisschen an die Weihnachtssterne, die man zur Winterzeit ans Fenster hängen kann. Wir schneiden jetzt einen Halbkreis hier rein und achtet bitte darauf, dass ihr nicht da schneidet, wo das Papier zusammen ist, sondern auf der Seite, die offen ist. Dort schneiden wir den Kreis. Könnt ihr einfach frei Hand so einen schönen Halbkreis reinschneiden. Das werden dann später unsere Blütenblätter. So, dann aufhalten und das ist die Blüte, die ist mir noch ein bisschen zu langweilig, deswegen verziehe ich sie noch mit meinen Stiften. Ich nehme jetzt mal Pink und Rosa, genau, und ich male hier einfach in die Mitte so einen Kreis und zeichne noch die Faltlinien nach, so dass man die Blütenblätter auch richtig sieht. So. Und vielleicht seht ihr neben mir auf dem Tisch noch andere Sachen. Wir haben ganz schöne Sachen schon mit ganz tollen Gästen gebastelt. Hier, das ist eins meiner Lieblingsteile. Das ist eine Geschenkschachtel aus Papier. Ich finde sie wirklich hübsch und praktisch und nachhaltig, weil man nichts kaufen muss. Die haben wir mit Mambo-Kurt damals gebastelt. Aber wir hatten wirklich auch schon ganz andere tolle Sachen. Hier zum Beispiel diesen Teelichthalter, den haben wir mit Onkel Udo, glaube ich, und dem Bembers gebastelt. Das hat auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und nach werden auch zu allen Sachen, die wir basteln, noch die Anleitung kommen, damit ihr das immer nachbasteln könnt. So, man sieht es, glaube ich, jetzt nicht so gut, deswegen lasse ich es. aber das ist die Blume, die ist fertig.
Da fehlen natürlich noch die Blütenblätter. Dazu könnt ihr einfach normales Papier verwenden. Ich nehme jetzt grün. Nicht die Blütenblätter, sondern die grünen Blätter, meinte ich. Genau. Und dafür mal ich einmal auf mein Papier die Blätter vor. Das könnt ihr, glaube ich, jetzt nicht sehen. Ich versuch's mal. Ah, ein bisschen. Naja, also ich male auf dieses Papier auf jeden Fall jetzt 4 Blätter. Ihr könnt auch mehr oder weniger machen, das ist ganz egal. Und die schneide ich jetzt aus. So. Während ich schneide, kann ich mir, glaube ich, einen Song wünschen. Normalerweise dürfen das bei uns nur die Gäste, aber wenn ich jetzt bastel, darf ich das auch. Wir haben nämlich von dem lieben Doggy Dan eine Playlist erstellt bekommen, bei dem all unsere Late-Night-Gäste einen Wunsch äußern dürfen. Und ich würde mir dafür wünschen, Wie zu Hause von Alligator, weil es ein ganz tolles Lied ist und weil ich ihn auch live in Wacken gesehen habe, 2019, glaube ich. Das war wirklich toll, deswegen würde ich mir dieses Lied wünschen. So, jetzt ist es fast geschafft. Das letzte Blatt und dann wird es natürlich Zeit für eine Schnapsglocke. Hallo! Der Schnaps ist alle! Prost! Wir sind auch schon fast am Ende. Also hier ist meine Blume und meine 4 Blätter. Und die könnt ihr jetzt ganz einfach auf die Rückseite kleben. Wie gesagt, es sieht auch hübsch aus, wenn man ein bisschen mehr Blätter hat. Aber ich mache jetzt einfach mal 4. Und schon ist sie fertig, eure Blume. Okay, das sieht man nicht, aber hier vielleicht, hier unten. Genau. Ja, ich freue mich, wenn ihr mitgebastelt habt und wenn es euch gefallen hat und ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid. Ja, tschüss. Wieder drauf, mit euch gemeinsam zu basteln.